Was Lego betrifft, sind die Meinungen gespalten. Ihr habt mitbekommen, ich bin dieses Jahr erst in den Genuss gekommen, mich mit Lego zu beschäftigen. Und vor allem gibt es da verschiedene Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Mit Minifiguren, mit Sets, mit Sealed Products, mit geöffneten Produkten und so weiter und so fort. Und die Meinungen dazu sind oft verschiedene. Der eine sagt, du, die gute Lego-Investmentzeit ist vorbei. In Lego investiert man nicht, sondern man spielt damit. Der andere sagt wiederum, du, jetzt anzufangen ist perfekt. Ja, und ich habe ein Video gefunden, es heißt, lohnt sich Lego als Investment noch in 2024 von Brickfolio, und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich bin sehr gespannt, weil auf genau mich ist das Video natürlich zugeschnitten. Originalvideo findet ihr in der Infobox. Wir schauen uns heute mal an, lohnt sich ein Lego-Investment in 2024 noch? Was spricht für ein Investment? Was spricht ganz klar gegen ein Lego-Investment? Das und vieles mehr klären wir in diesem Video. Also bleibt bis zum Ende dran und ich würde sagen, los geht's. Natürlich müssen wir das Ganze mal ein bisschen untergliedern. Also fangen wir mal an mit Punkt 1. Geil. Schreibt mir jetzt schon mal eure Meinung in die Kommentare bitte, denn irgendwie polarisiert dieses Lego-Investment-Thema. Ja, ich weiß, dass es da definitiv auch gute Möglichkeiten gibt, EOL-Sets, also Sets, wo man dann davon ausgeht, dass die bald dann nicht mehr erhältlich sind und die dann zurücklegt oder eben Minifiguren oder. Die Wertsteigerung, gab es da welche und wenn ja, wo? Dann natürlich im Vergleich mit Gold oder Aktien sind ja auch sehr beliebte Renditeobjekte. Dann müssen wir natürlich über die Qualität von Lego-Produkten reden. Ganz klar auch wichtig, sehr, sehr wichtig, sogar die Preispolitik von Lego und dann... Ja. Schon mal sehr spannend hier. Also ich tue mich immer damit schwer. Es geht ja bei alternativen Investments nicht nur um Lego, sondern beispielsweise kann man auch in Sammelkarten investieren und so weiter und so fort. Und diese dann mit Krypto, Gold oder Aktien zu vergleichen, ist in meinen Augen schwierig. Ja, ist was ganz anderes. Und ja, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, gibt es da natürlich bessere Optionen als jetzt beispielsweise das alternative Investment. Meine Meinung. Natürlich noch ein Ausblick, wie das Jahr 2024 zum Thema Lego Investment werden kann. Ja, gehen wir den ersten Punkt mal auf den Grund. Wo gab es denn Wertsteigerung? Ich habe mal ein paar Sets rausgesucht. Geil. Unter anderem hier die 75283 der AAT. Ein sehr, sehr beliebtes Set zugegebenermaßen. Ich habe da ein Video schon mal drüber gemacht. So im März, April diesen Jahres. Da habe ich gesprochen, woher kommt diese krasse Wertsteigerung von 60%. Wegen ihm hier höchstwahrscheinlich, ne? Problem, habe ich schon gemerkt, ist, dass man immer wieder damit rechnen muss, dass die Minifiguren dann nochmal rausgebracht werden in einem neueren Set. Ja. Ich meine, es gibt beispielsweise dieses Castle von Darth Vader, mag ich sehr gerne, eins meiner Lieblingssets, würde ich sagen. Habe ich auch noch nicht. Und da wünschen sich viele Leute ein größeres Castle, also eine größere Burg, Schloss, wie auch immer. Und das wäre dann ja sozusagen auch eine Neuauflage. Was das dann mit dem alten Set macht, keine Ahnung. Müsste man dann mal sehen. Nun ja, dieses Set hatte eine UVP von 40 Euro, aber ganz ehrlich, dieses Set hat jeder für 25, 26, vielleicht 27 Euro gekauft, war ja ständig reduziert im Müller, im Thalia und auch im Onlinehandel, also ständig reduziert, kein Mensch, da lege ich mich eigentlich fest, hat mehr wie 30 Euro bezahlt, sondern eher, wie gesagt, 25, 26 Euro. Ich beispielsweise habe am Anfang schon, ich glaube, solche Preise für meine Sets bezahlt, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Und dieses Set wurde jetzt vor wenigen Tagen, wo ich dieses Video aufnehme, für 77 Euro verkauft. Also jetzt überlegt mal, ihr habt dieses Set für 25, 26 Euro gekauft, dann habt ihr eine Wertsteigerung von ca. 200%, sogar bei 25 Euro leicht drüber, 26 Euro, haut ziemlich genau hin. Also Wahnsinn, 200%, so eine Wertsteigerung, und ich wiederhole, innerhalb von einem Jahr nur. Ja, dieses Set gab es bis Ende letzten Jahres noch zu kaufen, also 200% Wertsteigerung, Inflation hin und... Also aktuell nicht mehr zu kaufen, Set 75283, ja? Daher, in Deutschland hatten wir keine Inflation in Höhe von 200%. Also das ist eine extreme Wertsteigerung und das kann sich definitiv sehen lassen. Aber es ist nicht das einzige Set. Ich habe euch noch weitere Sets mitgebracht, die wir uns mal gemeinsam anschauen, wo es auch eine extreme Wertsteigerung gab. Und zwar zwei Star Wars Helme. Einmal mit der 75276 und die 75274. Also hierzu muss man sagen, dass der Pilothelm hier generell auch ein sehr geiler Helm ist. Ne? Der Stormtrooper ist natürlich typisch und da gehe ich dann eher davon aus, dass es den dann in Zukunft vielleicht nochmal neu aufgesetzt gibt, wie auch immer. Aber das Teil hier, wow, krass. Also das macht sich auch sehr, sehr geil im Regal, würde ich sagen.
Der Stormtrooper-Helm, hatte ich auch damals schon ein Video gemacht im April, wurde da verkauft für ca. 105 Euro, was eine Wertsteigerung von 74% war. Wohlgemerkt muss ich dazu sagen, dieses Set ist 2021 vom Markt gegangen. Mittlerweile wird allerdings dieser Helm für 290 bis 295 Euro verkauft. Wichtig, das sind alles Verkaufspreise, keine Angebotspreise. Also könnt ihr alles gerne checken bei eBay. Das heißt, wir haben jetzt fast eine Wertsteigerung. Wow, okay, das ist crazy. Hätte ich jetzt nicht erwartet bei diesem Helm hier tatsächlich, hätte ich gedacht, dass der andere besser geht. Aber ja, es ist natürlich der Stormtrooper, findet man gut, muss man gar nicht so tief in dem ganzen Star Wars Film sein. Und im Vergleich zur UVP von 500% in 2 Jahren. Also das ist der Wahnsinn. 500% 2 Jahre, ja. Soll mir mal gerne jemand zeigen, wo man das noch machen kann, außer vielleicht Kryptos. Das macht nicht mal Warren Buffett. Junge. Ansonsten lasse ich mich gerne überraschen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also nochmal, und auch dieses Set konnte man auch mit Rabatt bekommen, ist jetzt nicht so hinterhergeschmissen worden, zumindest hatte ich nicht das Gefühl. Aber selbst wenn ihr es für 60 Euro gekauft habt und jetzt für fast 300 Euro verkaufen könnt, 500%, wo kann man das bitte noch machen? Aber auch der Dark Trooper Helm ist nicht verkehrt, denn auch den hatte ich mir schon in meinem Video angeschaut im April. Da hat er damals 220 Euro gekostet, was die Wertsteigerung von 266% entsprach. Krass. Aber mittlerweile Wahnsinn. Also, wir haben mittlerweile einen Verkaufspreis von 320 bis 350 Euro. Heftig, ja? Krass. Musste erstmal auf dem Schirm haben. Aber auch die ganze Zeit hier so Brick Stop, No Fun, No Brick und so. Ja, ja. Erreicht. Was dann dementsprechend so im Kopf überschlagen, ja, ca. 580% Rendite entspricht innerhalb von 2 Jahren. Und vor allen Dingen muss man ja auch... Das ist halt echt krass, ne? Ganz fairerweise dazu sagen, dieses Set konnte man ja natürlich auch rabattiert kaufen. Auch das wurde nicht hinterhergeschmissen. Selbst wenn du es für 50 Euro gekauft hast und jetzt für 350 verkaufst, hast du 700% Gewinn gemacht. Also da soll mir bitte einer sagen... Was mich interessieren würde, ist Folgendes, Leute. Und da brauche ich jetzt mal eure Meinung bzw. eure Expertise. Wie ist das mit geöffneten Produkten? Ich meine, sagen wir mal, der Helm hier ist vollständig da. Also der ist nur in einer geöffneten Verpackung einmal aufgebaut worden und dann wieder in die Verpackung gepackt worden. Ja? Diese Sets, was ist damit? Haben die auch so eine krasse Wertsteigerung oder ist es nur auf OVP-Produkte bezogen hier? Dass sich ein Investment in Lego nicht lohnen kann. Und vor allem diesen Karton musstest du natürlich 2 Jahre lagern, das ist mir schon klar. Ja. Aber der musste nicht jeden Tag gefüttert werden, der musste nicht gestreichelt werden oder irgendwas, sondern wenn der einmal ordentlich gelagert war, dann muss man hier einfach nur noch die Mühe machen, sich dieses Set ins Internet zu stellen, bei eBay zu verkaufen. Und dann hat man einfach roundabout 300 Euro plus gemacht. Also jetzt mal nicht in Prozenten gerechnet, sondern 300 Euro plus. Ja, eine Sache, die halt oft nicht besprochen wird, ist, dass man dafür natürlich selbstständig sein muss, sollte, wie auch immer. Ja, also Privatverkäufer will ich jetzt hier nicht groß ansprechen, aber ich glaube, die sind natürlich auch nicht wegzudenken. Die gibt es immer und drücken natürlich auch oftmals den Preis. Ich glaube, da ärgern sich Händler generell drüber, weil Händler natürlich auch, naja, viel mehr bezahlen, beachten müssen als jetzt der 0815 Privatverkäufer. Und ich glaube auch, dass viele Leute eben gar nicht auf dem Schirm haben, wie wichtig es ist, doch dann auch bei so einer Idee ein Gewerbe laufen zu haben. In 2 Jahren, also gib mir 50 und ich gebe dir 350, da würde doch wohl jeder sagen, machen wir, das ist doch ein fairer Deal. Also daher, das sind wirklich echt klasse Sets, die sich extrem gelohnt haben. Ich könnte euch natürlich jetzt noch weitere Sets zeigen. 10, 15, 20 Stück würden wir locker roundabout finden, aber dann würde dieses Video wahrscheinlich 2 Stunden gehen. Was können wir denn festhalten? Das ist das Castle, geil. Oh, das ist ein schönes Set. Kostet auch ungefähr 220 so. Den hier mag ich auch sehr gerne, das müsste der Shuttle sein von Kylo Ren. Die Mine finde ich im Generellen einfach cool, weil sie beim Mandalorian ja auch wichtig ist. Und die 3 Sets finde ich jetzt nicht so spannend. Haben diese Sets alle gemeinsam in dem Fall, sie waren alle von Star Wars, ist halt auch das Hauptthema, in das ich persönlich investiere. Aber welche weiteren Lizenzen oder welche weiteren Themen lohnen sich denn eigentlich? Ich habe es gerade schon gesagt, Lizenzen natürlich, alles wo eine Lizenz drauf ist, ist schon mal grundsätzlich gut. Ja. Auch dort gibt es Ausnahmen, man kann also nicht einfach blind kaufen und jedes Star Wars Set kaufen und dann erwarten, dass es ja solche extremen Wertsteigerungen gibt. Manchmal gibt es auch kleinere Wertsteigerungen, 50. Das wurde mir aber gesagt. Ja, viele meiner Zuschauer haben dann gesagt, egal welches Star Wars Set, in 2 Jahren ist es teurer.
60%, 70%, manchmal auch 200%. Das ist also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Man muss halt rausfinden, was die Fans wollen, wofür die Fans auch in Zukunft bereit sind, Geld zu zahlen. Also zum Beispiel so eine Sammelreihe wie bei den Helden, ganz offensichtlich sind die Fans ja bereit, Geld zu zahlen. Brickheads ist natürlich auch immer ein super Investment aus meiner Sicht. Mag ich halt gar nicht, ne? Auch diese Helme mag ich nicht. Schon ein Video zugemacht, verlinke ich euch hier gerne. Aber klar, das ist natürlich alles keine professionelle Anlagenberatung, bin ja auch nicht dafür ausgebildet, sondern nur meine persönliche Meinung. Wo ihr natürlich extrem aufpassen solltet und eigentlich, wie ich sagen würde, die Finger davon lassen solltet, ist so Sachen wie Lego City, Lego Friends. Also das ist aus meiner Sicht absolut nicht geeignet. Ja, als Geburtstagsgeschenk für den einen oder anderen Strolch ist das natürlich eine gute Idee, aber als Investment höchstwahrscheinlich nicht, wie der hier auch vernünftig mithalten, ne? Eignet zum Investment, aber auch dort gibt es Leute, die sagen, Lego City ist super, ich habe viel Geld verdient, indem ich in Lego City investiert habe. Okay. Gut, mag bei dem einen oder anderen funktionieren, aber ich persönlich würde davon abraten. Ach, noch ein kleiner Nachtrag, bevor ich jetzt gesteinigt werde, natürlich die Modular Buildings, habe ich vergessen zu erwähnen, haben eigentlich keine Lizenz, aber sind auch super, super beliebt und haben auch in der Vergangenheit extrem krasse Rendite erzielt. Warum? Ja, weil man die Teile eben auch schön nebeneinander stellen kann. Ich glaube, dass so eine Art Playset bzw. Museumsraum im Trend liegt. Also die Leute bauen sich die auch zum Teil echt gerne auf, glaube ich. Und da braucht man natürlich verschiedene Häuser und ich glaube, die passen dann auch von der Größe zueinander, oder? Kommen wir mal zum zweiten wichtigen Punkt und vergleichen ein Lego-Investment mit Gold und Aktien. Hier in dem Fall jetzt mal mit Gold. Die ganzen Statistiken sind übrigens von der Webseite gold.de, falls da jemand mal nachschauen möchte. Und hier könnt ihr schon... Wem gehört diese Website, diese URL, hä? Die Entwicklung sehen über die letzten 365 Tage. Ja, klar, es schwankt ein bisschen, geht hoch, geht runter, aber ich denke mal, die lange Tendenz ist eher positiv. Ja, aber wie viel hat denn das jetzt wirklich gebracht in den letzten 365 Tagen? Und da sehen wir es, es sind 9,04% Wertsteigerung. Also in Euro ausgedrückt 152,81 Euro. Und selbst wenn wir uns das mal ein bisschen längerfristig anschauen, also die Entwicklung der letzten 5 Jahre, sind wir bei 68%. Ich meine, das ist immer noch gut, gar keine Frage. Aber im Vergleich zu Lego-Sets, die wir ja gesehen haben und vor auf 5 Jahre ist das natürlich verschwindend gering. Entwicklung der letzten 10 Jahre. Ja, das stimmt. Aber Gold ist natürlich auch dafür bekannt. Ne? Jahre 106%. Okay, das ist natürlich extrem gut. Gar keine Frage. Du kannst jetzt auch ein ETF nehmen. MSCI World oder sowas ist ähnlich. Oder du nimmst halt was völlig risikoreiches, beispielsweise eine Tesla-Aktie oder eine Amazon-Aktie, Nvidia-Aktie, wie auch immer. Oder eben sogar Krypto. Aber damit will ich jetzt nicht anfangen. Und ja, vergleichst das natürlich. Ne? Da hast du natürlich bei der Tesla-Aktie bzw. Amazon-Aktie mehr Chancen, da eben auch was rauszuholen, aber du kannst natürlich auch mehr verlieren. Frage schlägt, glaube ich, auch die Inflation, aber es ist halt einfach kein Vergleich zu Lego-Sets. Und im Vergleich zu den Lego-Sets, ja, da müsste schon fast eine Entwicklung von 20 Jahren her, dass man sagen kann, okay, 450% Steigerung in 20 Jahren. Das bezieht sich übrigens alles hier auf eine Feinunze, also ist jetzt kein Gramm oder ähnliches, sondern eine Feinunze ist hier der Wert, den ich hier genommen habe, dass man das ein bisschen vergleichen kann. Feinunze kennen die meisten, denke ich. Ja, aber da muss man ganz klar sagen, ist Lego viel, viel besser. Ja, ich meine, Gold musst du natürlich auch noch lagern in einem Tresor oder hast es bei der Bank liegen, aber soweit ich weiß, ist das, glaube ich, nicht ganz... Ja, habe ich ein Portemonnaie. Zu gut, aber da will ich mich jetzt nicht so weit rauslehnen. Deswegen, also Lego-Sets sind da definitiv besser. Wie sieht's aus bei Aktien? Ja, die angesprochenen Aktien. Also hier habe ich mal eine Übersicht gemacht aus den letzten 52 Wochen. Hier könnt ihr sehen, hier gibt es einen, ich sag mal, Überflieger mit 450%. Ansonsten geht es 280, 200 und dann staffelt sich schon relativ schnell bei 100% bzw. unter 100% in den Top 20. Das heißt, da würde ich sagen, ist das Lego-Set grundsätzlich eher ein bisschen besser. Klar, auch alle Lego-Sets performen natürlich nicht super klasse, aber jetzt mit Ausnahme von diesen 450% würde ich eher da den Punkt an Lego geben. Wie sieht es aus bei 2 Jahren? Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Da haben wir natürlich auch wieder so einen Überperformer, der hat einfach mal 1000. Ja, Rheinmetall natürlich sowieso mit oben dabei. Bijou Brigitte, krass. Ja, okay. Ist jetzt hier kein Aktien- und Goldthema, beziehungsweise es spielt da mit rein, aber es geht hier eigentlich um Lego, ne? 400% zugelegt. Sowas habe ich beim Lego-Set nach 2 Jahren noch nicht gesehen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ansonsten so 300, 250 und so weiter. Ich denke, da ist Lego um einiges besser. Und wir sehen auch. Was ist denn Avemio? Kenne ich gar nicht. Platz 3, auch hier Rheinmetall. Die haben natürlich jetzt vom Krieg profitiert. Sei es drum, ob die natürlich in den nächsten Jahren auch extrem profitieren werden, wenn der Krieg wieder vorbei ist. Sei mal dahingestellt, aber das ist auch nicht mein Thema. Also ich würde sagen, auch bei 2 Jahren geht der Punkt eher an die Legos bzw. Lego-Sets. Bei 5 Jahren, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Da haben wir natürlich auch wieder so ein Überperformer mit fast 3000%. Avemio
Handelskonzern für professionelle Medientechnik. Der größte Anbieter von professioneller Film- und Fernsehtechnik im deutschsprachigen Raum. Krass. Das ist natürlich klasse, aber ansonsten auch 920, fast 900, 880 und so weiter. Also da könnte ich sogar sagen, da geht der Punkt eher so an die Aktien, weil 5 Jahre, klar, bei den Helmen war es natürlich jetzt extrem krass, aber nicht alle Sets sind Lego-Helme und andere Sets, die schaffen nie im Leben diese 800%, also 100, 200%, gar kein Thema. Bei den meisten Sets, zumindest bei den guten. Krass, gar kein Thema, 200%. Aber nicht, dass man jetzt sagen könnte, okay, die ganzen Lego-Sets performen so. Also hier seht ihr ja auch wieder die Top 18 und da ist das Schlechteste mit 313% bei den Aktien. Also daher würde ich sagen, mal 5 Jahre gesehen, ist Aktien aus meiner Sicht besser geeignet. Aber wie gesagt, ich bin jetzt kein Aktienexperte, ist nur was ich mir als Laie so aus dem Internet rausgezogen habe als Vergleich. Aber ihr seht ja, da sind da auch einige Firmen dabei, die man vielleicht kennt. Deswegen, also ich würde sagen, 5 Jahre, klarer Punkt an die Aktien, 1 oder 2 Jahre. Bevor ich es vergesse, was jetzt vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, ja, ich sag mal, das Drumherum, ja, also kommt eine coole Star Wars Serie, sind dann die Sets beliebter und ist das gut für den Investor oder ist das eher schlecht, weil viele Leute eben das Set kaufen, weil es eben beliebt ist oder sind eher Sets beliebt, die ein bisschen underrated sind, das sind so Fragen, die ich habe eigentlich, würde ich eher tendieren, dass Lego besser ist. Auch hier noch ein kleiner Nachtrag, darf man natürlich nicht unterschlagen. Aktienunternehmen zahlen normalerweise eine Dividende, ich sag mal jährlich, dann kriegt man noch ein paar Euro extra. Das macht ein Lego-Set natürlich nicht, wenn ihr das ordentlich lagert. Das schmeißt euch nicht ein paar Euro hin. Das muss man natürlich dann auch noch berücksichtigen. Aber nicht jede Aktie, ne? Fairerweise. Um zu wissen, ob sich noch ein Investment in Lego in 2024 lohnt, müssen wir natürlich auch über die Qualität von Lego-Produkten reden. Lego selber sagt hier als Beispiel, Qualitätsgarantie, Lego-Elemente erfüllen die strengen Qualitätsstandards der Branche, damit sie einheitlich kompatibel sind und sich jedes Mal fest zusammenstecken lassen. Ähnliches formulieren sie auch bei anderen Sets, immer noch ein bisschen umformuliert, aber nichtsdestotrotz, sie sagen ganz klar, wir sind alle einheitlich, alles ist kompatibel, alles ist super fest. Was auch noch ein spannendes Thema wäre im Vergleich zu anderen Klemmbausteinherstellern, ja, investiert man auch in die oder nur in Lego? Also Lego ist klar, Riesenname und so weiter und so fort. Da hat man auch das Franchise, die Lizenz, aber trotzdem irgendwie spannend. Stimmt das denn eigentlich? Ich glaube, man kann schon behaupten, dass Lego eigentlich immer für exzellente Qualität stand, zumindest in meiner Jugend, in meiner Kindheit. Also es waren immer alle Teile dabei, die Teile waren ordentlich, die Farbabweichung oder ähnliches, es gab es einfach nicht. Also es war wirklich perfekt, gut, es war auch damals noch der einzige Anbieter auf dem Markt. Nun, heute sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Schaut euch mal diese Steine an. Hier seht ihr riesen Angusspunkte, ja. Also nein, darf einfach in einem Krass, okay. Premium-Hersteller nicht passieren, auch besonders im Hinblick auf diese Premium-Preise, die aufgerufen werden. Oder auch hier mal die Farbabweichung für die Steine. Ich habe ja selber einen Breakling-Shop, da habe ich mal... Ja, krass, okay. Ja, viele Leute beschweren sich halt eben auch einfach darüber, dass Lego mittlerweile zu teuer ist. Stimmt doch, ne? Ja, und das stimmt, finde ich auch. Lego ist schon teuer. Ob man sich da jetzt beschweren darf, keine Ahnung. Schreibt ihr mir das gerne rein. Steine reingestellt in der Farbe 10 und hatte die dann aufeinander gestapelt und auf einmal sehe ich 3, 4 verschiedene Farben, habe gedacht, Mist, was habe ich denn hier für Steine? Sind das alte, neue irgendwie gemischt? Krass. Und habe schon Panik geguckt, habe nachgeschaut, nein, waren alles neue Steine, aber hatten halt alle eine Farbabweichung. Also hier sind noch weitere. Das sieht man aber voll, ne? Guck mal hier, der Stein und der Stein beispielsweise, der hier ist wieder dunkler. Ja, da muss ich ihm zustimmen. Beispiele. Oder hier auf diesem Foto könnt ihr sehen, da hat jemand den Eiffelturm aufgebaut, ja, und hat solche Riesenkratzer und ich sag mal Dellen da drin. Das darf halt alles nicht passieren und leider sind das keine Einzelfälle. Mittlerweile muss man wirklich sagen, was die Steinequalität angeht, beziehungsweise die Farben und halt auch die Angusspunkte hat extrem nachgelassen. Da gibt es schon fast bessere Alternativen auf dem Markt, muss man ganz fairerweise so sagen. Die Klemmkraft ist nach... Ah, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe hier beispielsweise mal sowas gezeigt, bestellt, ja, einfach um mal zu sehen, wie ist da die Qualität. One Piece gibt es jetzt so nicht, aber ja, Wahnsinn. Diese Minifiguren, sehr, sehr stark. Nach wie vor perfekt. Dass irgendwie Teile in irgendwelchen Sets fehlen, habe ich noch nie erlebt, habe ich auch noch nie irgendwie von jemandem gehört, dass da wirklich was gefehlt hat. Mhm. Also daher, das passt immer noch. Im Gegenteil, man bekommt immer noch so ein paar Satzteile dabei. Also das ist in Ordnung. Ja. Ich denke, Lego lebt einfach noch von dieser klassischen, sehr, sehr beliebten Minifigur, die mir persönlich auch am besten gefällt. Ich habe auch schon ein paar von den Alternativen gesehen, auch mal im Internet. Also für mich kommt da alles nichts dran an eine Minifigur. Diese klassische Lego-Minifigur, das ist einfach das, was ich haben will, aber auch... Das Lego Minifiguren Investment ist halt eben in meinen Augen auch echt ein spaßiges, wenn nicht sogar das spaßigste an der ganzen Sache. Also mag ich. Ich habe jetzt vom Flohmarkt gestern ein schönes Set geholt, ein Batman Set, ein Cave.
Einbruch in Bad Cave oder so hieß das. Und da sind sehr, sehr geile Minifiguren dabei. Lustig, dass ich das weiß, weil ich gerne den Pinguin, der in diesem Set ist, haben wollte, mit den bestellen wollte für roundabout 14 Euro. Und ja, jetzt habe ich das Set gefunden auf dem Flohmarkt für einen schlappen Taler. Kann ich euch auch mal zeigen. Auch dort müssen wir leider festhalten, hat Lego teilweise Druckprobleme, da sind Farbabweichungen oder ist nicht komplett bedruckt, dass dann links und rechts was fehlt oder ist einfach die Hüfte nicht richtig bedruckt. Auch das ist alles in letzter Zeit vermehrt aufgekommen. Ich kann geile Figur hier, ey. Mich nicht erinnern, dass das in Lego-Sets vor 10, 15 oder 20 Jahren passiert ist. Also daher, ich würde sagen, Lego. War das der Bösewicht von Harry? Hat momentan einen Qualitätstiefpunkt erreicht. Viel schlechter darf es nicht mehr werden. Man darf natürlich auch nicht vergessen, Lego produziert mittlerweile natürlich auch billig in China. Wer denkt, dass die Steine in Dänemark immer noch produziert werden, der muss ich leider sagen, nein, dem ist nicht so. Aber was bedeutet das jetzt im Hinblick auf ein Investment? Also ich sag mal so, solange wir diese super beliebten Minifiguren haben, solange Lego noch die ganzen Lizenzen hat, also insbesondere Star Wars, Minecraft, Marvel und so weiter, denke ich, werden die Leute das Zeug weiter... Herr der Ringe, auch ziemlich spannend, finde ich. Habe ich keinen Bezug zu, ja. War vor kurzem auch so bei Star Wars. Mittlerweile lerne ich immer mehr dazu. Ja, aber Herr der Ringe würde ich mich, glaube ich, auch ganz gerne nochmal einarbeiten. Kaufen. Aber auch dort, wie gesagt, der Tiefpunkt ist erreicht. Viel schlechter darf es nicht werden, weil sonst werden die Leute das trotz der Minifigur, trotz der Lizenz nicht kaufen. Ich denke, Lego weiß das auch. Zumindest hoffe ich, dass Lego das weiß und auch dementsprechend ihre Qualitätsstandards wieder erhöhen. Aber auch dort muss man natürlich im Auge behalten, ob die Qualität in den nächsten Jahren sinkt, weil dann könnte sich natürlich auch meine Meinung zum Lego-Investment ändern. Und was ich oftmals jetzt mitbekommen habe, ist Folgendes. Ich will ja niemanden in Schutz nehmen und so, dafür habe ich auch viel zu wenig Erfahrung. Aber die Leute meckern immer ganz gerne, also nicht nur in Bezug auf Lego, sondern generell. Aber wenn mal was gut gemacht wird, dann hört man das eigentlich nicht. Dann geht das unter und ich höre echt selten, dass Leute sagen, jetzt wieder in Bezug auf Lego, das ist gut. Das ist sehr nice gemacht. Das Set gefällt mir richtig gut. Barad-Ur bleibt mir jetzt im Kopf. Das große Lord of the Rings Set. Wobei auch da einige gemeckert haben. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Also man muss dann auch mal die positiven Sachen erwähnen und hervorheben, glaube ich. Was denkt ihr? Zu entscheiden, ob sich ein Lego-Investment noch lohnen kann in 2024, müssen wir uns natürlich auch die Preispolitik von Lego anschauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Lego hat es in den letzten 2-3 Jahren echt auf die Spitze getrieben. Ich glaube, hier ist so ein Punkt, wo es wirklich nicht mehr weitergeht. Also wenn Lego noch mehr die Preise erhöht, dann werden auch die treuesten Fans abspringen, dann werden auch die treuesten Fans nicht mehr sagen, ich werde das Set kaufen, weder zu UVP noch reduziert, noch irgendwie nach EOL. Aber schauen wir uns mal genau an, was für Sets ich euch hier mitgebracht habe, als Negativbeispiel. Da habe ich zum Beispiel von Star Wars die Rebellenbasis auf Yavin 4. Die ist aber auch nicht gut. Die ist aber auch nicht gut, muss ich sagen. Also die gefällt mir gar nicht. Jetzt fange ich auch schon an. Ja, nee, aber was auch spannend ist, vielleicht für den einen oder anderen Anfänger, diese Rabatte sind halt echt krass. Ja, also ich kenne wirklich kaum jemanden, der die Retailpreise zahlt. Und das ist doch auch irgendwie komisch. Ja, das heißt immer, warte auf den Rabatt, warte auf diesen Tag, warte auf das und das. Und ja, das heißt ja im Endeffekt, dass man an Release bzw. zu Retail gar nicht kaufen darf, weil sonst hat man ein schlechtes Gewissen. Ich finde, das ist auch so eine Sache, die müsste mal irgendwie behoben werden, ne? Und für sich eine gute Idee. Weil, sorry nochmal, ich würde halt ganz gerne auch in den Laden rennen und mich auf ein Set freuen, wo es gerade aktuell ist. Idee, dort mal eine Rebellenbasis rauszubringen. Die Fans waren wirklich gehypt. Allerdings, naja, ich sag mal, das Design war schwach, wobei ich auch jetzt diese Designs an sich nicht bewerten will. Das soll jeder für sich selber machen, aber ganz klar schwach. 170 Euro für 1066 Teile. Und nein, das wird auch nicht durch die Minifiguren aufgewogen. Das kann mir keiner erzählen, dass dann so eine Minifigur auf einmal 5 Euro extra kostet in der Produktion für Lego, dass sie meinen, sie müssten 170 Euro für 1066 Teile verlangen. Und wenn ihr denkt, dass... Das ist ein bisschen lieblos, das Set, ne? Da gibt es definitiv viel stärkere. Auch hier oben oder... Weiß ich nicht. Auch die Minifiguren nicht so meins. Solo ist cool. Wir haben hier auch in meinen Augen einen coolen Look, aber... Das ist jetzt ein Star Wars Problem. Sind doch die Idioten selber schuld, wenn sie Star Wars Produkte kaufen? Nein, es geht weiter. Wir haben hier einmal ein Set von Harry Potter, erscheint demnächst. 30 Euro UVP für 172 Teile. Und jetzt schaut euch mal die Teile an. Da seht ihr auch so ein paar 1er Fliesen oder 1er Transclear, was das da ist. Also wirklich der kleinste Stein, der möglich ist bei Lego. Und der soll im Schnitt über 10 Cent kosten? Nein, habe ich kein Verständnis für. Krass. Aber Marvel darf natürlich auch nicht fehlen. Der hupt die 95 Euro für 420 Teile. Das muss man... Das ist krass, ne? Das ist echt krass. Also das Set ist... Also ich meine, gut,
Hupdi, kenne ich jetzt so nicht. Und ich finde auch das Design des Schiffs nicht gut. Ja, das hat ja nicht Lego erfunden, sondern dafür sind ja andere Leute zuständig. Minifiguren interessieren mich hier nicht so. War das schon ein spannendes Set, sagen wir es mal so. Wirklich mal einen Moment sacken lassen. Das sind über 20 Cent pro Teil. Auch wenn da etwas größere Teile dabei sind. Nein, das kann einfach nur Nein sein. Kein Mensch darf das kaufen. Selbst auf der offiziellen Lego-Seite wird es nur mit 2,5 Sternen bewertet, ja, von 5 möglichen. Also nein, kauf das Ding einfach nicht. Auch nicht, wenn es 30% reduziert ist. Lego muss spätestens hier merken, dass Schluss ist, dass die Grenze überschritten worden ist. Weil wenn das Ding noch jemand kauft und wenn sich das Ding auch noch irgendwie gut verkaufen sollte, dann fühlt sich natürlich Lego bestätigt. Aber ich glaube, die Leute sind generell auch ein bisschen angefressen, was Marvel betrifft. Oder andere Franchise. Also es geht hier, glaube ich, nicht nur um Lego selbst, wenn es um Verkäufe geht. Ja. Also da sind auch andere Ideen im Kopf, wo die Leute sagen, nee, mache ich nicht, will ich nicht, wie auch immer. Ne? Natürlich auch umgekehrt, klar. Und denkt, okay, wir zahlen alles, wir sind bereit, jeden noch so schwachsinnigen Preis zu zahlen, weil anders kann man es wirklich nicht sagen. Das ist auf jeden Fall auch nicht mehr betriebswirtschaftlich irgendwie sinnvoll. Die haben wahrscheinlich einen Aufschlag von 500% da drauf gemacht, zu dem normalen Aufschlag, den sie sowieso schon haben. Anders kann ich mir diesen Preis nicht erklären und deswegen kauft das Ding nicht. Und deswegen muss man auch natürlich die Preispolitik bei Lego im Auge behalten. Ja, obwohl viel Schatten ist, muss natürlich auch ein bisschen Licht sein. Ja. Hier zum Beispiel das Wikingerdorf, 140 Euro UVP für 2103 Teile. Da kann man absolut nicht meckern. Ja, schönes Set. Erinnert mich ein bisschen an Fortnite. Ja, da gab es ja auch diese kleine, ja, Umgebung auf der Map. Vielleicht auch ein bisschen so Vikings. Gefällt mir. Ich würde sagen, das ist ein guter, das ist ein fairer Preis. Also wirklich, klar, wir reden immer noch über Plastik, aber nichtsdestotrotz vier Figuren, ein wirklich schönes Bild und vor allen Dingen viele Steine für einen akzeptablen, guten Preis, ja. Also daher, es gibt nicht nur Schatten bei Lego, das möchte ich an dieser Stelle auch mal zeigen. Und auch 2024 sind ja schon viele Star Wars Sets angekündigt worden, welche Preise die haben, wie viele Steine dort enthalten sind. Also wenn die Designs halbwegs passen und die Steine jetzt nicht alles einmal eins fließen sind, dann denke ich, dass wir gerade für 2024 auch einige gute Deals haben werden, sodass sich ein Investment auch weiterhin in Zukunft lohnen kann. Ja, der Ausblick für ein Lego-Investment in 2024. Ich sag mal so, wir haben natürlich unsere Probleme mit Lego-Preispolitik. Ja, wollte ich gerade sagen, mein Guter. Also, was ich zum Beispiel cool finde, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist dieser neue Millennium Falke, also die umgekehrte Variante mit den coolen, lustigen Minifiguren, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist ein Set, welches langfristig, glaube ich, immer noch stark bleiben wird, ja. Ich meine, verbessert mich, ich bin hier der Neuling, aber ich finde das cool. Das ist eine coole Idee, preislich, okay, wünschen sich die Leute natürlich das Günstigste in dem Sinne, ist klar. Und ja, im Endeffekt muss man einer Marke eben ihre Preise lassen und dann sagen, kaufe ich oder kaufe ich nicht, oder? Nachlassende Qualität, das ist wirklich ein Thema, darf man nicht unterschätzen, aber wir haben nach wie vor... Wahrscheinlich unterschätze ich es hier. Extreme Renditen, 2023 hat es wirklich gezeigt und auch im Vergleich zu Aktien oder auch zu Gold, muss ich wirklich sagen, ist für mich Lego das bessere Investment anhand der Daten und natürlich auch, dass ich wirklich daran Spaß habe, diese Lego-Sets zu sammeln, diese Lego-Sets zu haben, sie im Regal zu bewundern und dann halt auch im richtigen Moment zu verkaufen. Also daher werde ich auch in 2024 in Lego investieren, ein ganz klares Jahr. Und wenn du jetzt noch wissen willst, in welches Set ich denn investiert habe. Ja, sehr spannend. Sehr cooler Kanal, muss ich sagen. Der Herr gefällt mir. Die Aufmachung ist cool. Man lernt ein bisschen was. Also hat mir sehr gut gefallen. Originalvideo findet ihr in der Infobox. Und ja, ich glaube, in Zukunft gucken wir da nochmal in das ein oder andere Video rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, ich muss sagen, Lego für mich weiterhin sehr spannend. Es macht einfach auch sehr viel Spaß. Ihr wisst, ich habe viel mit dem Flohmarkt zu tun und stoße da immer wieder auf Tüten mit Minifiguren, auf Sets, die manchmal auch schon ausgepackt sind, oftmals aber auch geschlossen sind. Und dementsprechend passiert hier bei mir auch immer Unverhofftes. Ja, falls ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und ansonsten würde ich sagen, keep it bricky. Let's go, baby.